Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrräder, sogenannte eCargo-Fahrräder, werden in Aberdeen im Rahmen eines Erprobungsverfahrens für Technologie und Design getestet. Die Fahrzeuge werden von einem Hersteller namens Electric Assisted Vehicles hergestellt. EAV hat seinen Sitz in Oxfordshire, England. 6 der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrräder werden in Schottland im Rahmen dieses Testprojekts getestet, das voraussichtlich in diesem Jahr beginnen wird. Der Versuch wird eingerichtet, um Einblicke in den Einsatz in der realen Welt zu geben, um die H2-betriebenen Fahrzeuge bei Lieferungen auf der letzten Meile einzusetzen. Dies bietet zusätzliche Informationen aus der tatsächlichen Nutzung, die auf Designebene einfach nicht verfügbar sind. Laut EAV werden diese Wasserstofffahrzeuge entwickelt, weil es sich um das Gewicht und die tatsächlichen Umweltauswirkungen der ausschließlichen Verwendung von batterieelektrischen Fahrzeugen handelt. Es ist eine einfache Tatsache, dass die Rohstoffe für die Batterieproduktion knapp sind, erklärt EAV-Gründer und CEO Adam Bornby. Bei EAV liegt der Fokus auf Gewichtsreduzierung, damit wir weniger Energie verbrauchen und somit weniger Batterien benötigen. Les Velos a Haufen abrennbar a Hydrogene Testes Integre Rondler Technologie H2 Danslür Gruppe Motopropulseur. Das Fahrzeug H2 ist in der Regel auf dem SI-Kurs der Sette-Periode, Appelle Velo eCargo EVA H2 Cubed, praktisch für den Stapel mit brennbaren Richtungen und die Gruppe von Motorantrieben zu verwenden. L'Elektrizite Genere par CE Processus est Stocke Dans un Petit Nombre de Batterie. Le processus ne crique de l'eau en tant qu'émission. Par consequent, à condition que LH2 verzeut utilise comme carburant du véhicule, il peutre considere comme sans émission de gaz à effet de serre. Der Verkehrsminister Grant Sharps hielt vor kurzem eine Rede auf der Dubai Expo 2020, in der er erklärte, dass Großbritannien bei der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Verkehrsmitteln weltweit führend sein wird, sagte der Vorstandsvorsitzende von EAV, Nigel Gordon-Stewart, während der Diskussion über den Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrräder und die Bedeutung der Technologie, die sie verwenden. Nirgendwo ist der Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellen in Leichtbaufahrzeugen effektiver als im urbanen Umfeld. Aberdeen, Schottland erweist sich als Testgelände für viele Arten von Fahrzeugen mit H2-Antrieb, insbesondere für die Doppeldeckerbusse, die es in seine Flotte des öffentlichen Nahverkehrs aufgenommen hat. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.